Arsch. Ich weiß nicht, in Old Republic vorher als den Hirnlosen dargestellt, der. Ja. Der war nicht hirnlos, der war, hat sich um alle technischen Sachen gekümmert. Der war komplex und unverstanden. Hey, der hat erkannt, als der reingelegt wurde. Ja, der hat das zerstört, damit ich... Ey, ihr habt das kaputt gemacht, damit ich das nicht mehr benutzen kann. Ich weiß, was hier los ist. Boah, fuck, ich verreck hier schon wieder. Ich weiß gar nicht wieder, von wo ich überall angegriffen werde. Lasst mich in Ruhe. Und ich geht mir auf den Nerv. Oh, Hahn! Hahn! Was? Feige? Die Kashyyyk-Informationen finden. Ey, was? Was soll das denn mit heute, ne? Was denn? Ja, der geht mir auf den Nerv nicht. Du liebst den. Warum weiß der eigentlich nicht, wo der das versteckt hat, der Pisser? Warum weißt du nicht, wo die sind? Der sagt, warum sollte ich die da reintun? Warum hat der die sich nicht einfach zwischen die Aschbacken geklemmt, ey? Oh, stirb. Oh Gott. Oh Gott, das sind ja auch welche. Also das Schießgefühl ist echt gut in dem Spiel. Boah, bin ich schlecht mit dem Ding, ey. Ich hab, der hat mich gar nicht gesehen, der war außer Reichweite. Den hätte ich locker abknallen können, ohne Schaden. Alter, was tust du denn da? Oh. Chewie, mach den Falkenstart klar, wir müssen schnell hier weg. Ich hab bis jetzt noch nichts gehört, welchen Satz aus dem alten Film haben die denn hier reingebaut, Daniel? Da war ein ganz mieses Gefühl, ey. Achso, ja, hab ich noch, hab ich vielleicht überhört, ey. Mach nur den falschen Start bereit. Das ist ja nicht mal aus dem alten Film, das kommt ja eigentlich in jedem Star Wars Film vor. Eigentlich, ja. So ein Standardsatz. Was auch Standard ist, was lustig ist, Rogue One ist der erste Star Wars Film in dem jemand nicht irgendwie einen Arm verliert. Okay. Stimmt. Ja, irgendwie in jedem Film, wirklich, in jedem Film verliert einem die Hand abgeschlagen oder verliert einen Körperteil oder so. In Episode 3 verliert Anakin seine Beine und Count Dooku seinen Kopf. Und Rogue One ist der erste, wo keine Körperteile abgetrennt werden. Ah! Ich hab's auch da. Ja. Ich hab Chewbacca geschossen. Du schießt mich in der Schule ab. Heute ist nicht mein Glückstag. Oh. Wo steckt man denn hier ein? Heute doch nicht so schlimm. Oh Gott. Ich will nur kurz rumverrecken. Was führt Sie hierher, Kommandant? Sie, General. Senatorin Organa schickt uns. Oh Gott. Ich nehm's zurück, Chewie. Schlimmer kann's überhaupt nicht mehr werden. Ich renne! Wo ist das schwul, ey? Ich hab grad einen umgerannt, Daniel. Du überlebst das. Verdammte Granate aufs Rohr. Heute ist nicht mein Glückstag. Oh, da sind X-Wings. X-Wings. Haben wir es jetzt? Boden gesichert, aber da kommen ein paar alte Freunde in Titan wieder.
Wäre zu schön, wenn sie einmal nicht kämpfen würden. Ha, wo bliebe da der Spaß, General? Den Millennium Falken fliegen. Nicht den rasenden Falken. Hat der doch gesagt, oder? Millennium Falke. Ist doch besser so, ey. Rasender Falke ist eine beschissene Übersetzung. Was hat Millennium mit Rasen zu tun? Egal, ob Mars uns anfunkt. Boah, der Typ, der ist so richtig scheiße, Daniel. Der steckt seine Waffe in die scheiß Kiste dahinter, der sich versteckt. Ich hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. Ich triff keinen Schuld, Chewbacca. Oh, das ist ein Boot. Na. Ah. Oh Gott, jetzt fliegen wir den. Ich flieg direkt mal ins Wasser. Bring's einfach in Ordnung, einfach alle umbringen. Guck mal, jemand hier sterben, ich treffe überhaupt nichts. Was ist denn daran so schwer, die zu treffen, Daniel? Ich weiß nicht, ich treffe die nicht. Das ist irgendwie voll hier, weiß ich nicht, nostalgisch, nicht nostalgisch, aber... Wie in Episode 7. Ja. Wie schon. Oh Gott, ich hab den Sternenkreuzer da gerammt. Vielleicht statt sich auf die TIE Fighter zu konzentrieren, solltest du da große Dinger angreifen, Daniel. Ja, mach ich auch was. Wie kannst du das denn nicht treffen? Ja, jetzt feier ich drauf. Das ist sehr gut, Daniel. Ich booste! Ah, warum halten das so viel aus? Ja, das hält ganz schön viel aus, ne? Bitte abschießen! Ja! Ich seh ihn! Feuer! Alles klar! Danke, Eisen! Ich bin tot. Aha! Han Solo hatte Pech auf was? Bist du gestorben? Ja. Egal, ob Mars uns anfunkt. Bist du gestorben, Daniel? Ja. Han Solo! Hey, Mars! Lasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. Volle Möhre, das Ding wird gerammt. Ja, ich ramm das auch ein paar Mal schon. Mann, mein Gott, ich bin schon wieder tot. Hast du schon wieder gerammt? Ja. Bist du so übergewichtig, Daniel? Nein, keine Ahnung. Mann! Oh. Egal, ob Mars uns anfunkt. Zum Glück tust du das nicht Let's Playen, Daniel. Hey, Mars! Ich hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Ich hab gerade die Kanonen von dem Ding alle kaputt gemacht. Warte wohl. Keine Schuld, Chewbacca. Ich sag, wir sind wirklich schlecht, Daniel. Ich meine, was sollen wir machen, wenn wir das Spiel auf schwer spielen? Mist. Wie weit hast du denn das schon erledigt, der Teil? Weiß ich nicht, bin schon mehr als die Hälfte durch, also die ist bei mir gleich tot. Das rammt schon ganz richtig geil aus, das ist schon richtig am Qualm, ey. Das hält nicht mehr viel aus. Ach, und jetzt bin ich tot. Boah. Ja, ich hab das aus Versehen gerammt. Ich auch. Schon wieder?
Ey, was stimmt denn nicht mit dir? Ich hab das jetzt einmal gemacht, ey. Ja, was uns anfunkt. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Das ist direkt auf mich zugekommen, oder? Hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. Ja, Chewbacca ist unschuldig. Das hat ja nicht so lange gebraucht, um das scheiß Ding zu erledigen, ey. Ja, da wartest du, das ist ein Kreuzer und wir sind nur ein Star... Okay, wir sind kein Starfighter, aber... Das wird Mars gar nicht gefallen. Wir sind ein Falke. Ich glaub nicht, dass ein Falke so macht, ey. Tweet, tweet. So macht ein Falke bestimmt, ey. Ich glaub, man hat den falschen Kopf. Photonentorpedos bereit! Übertrieben. Aber effektiv. Wo sollte die Rakete da auf feuern, Mann? So. Fast über die Hälfte mit einer Salve, ja, fast erledigt. Ja, weißt du, die Geschütze, die machen viel mehr Schaden, also wenn du hier deine oberste Fähigkeit aktivierst. Als die Raketen, als die Torpedos. So, gleich hab ich's. So, oh mein Gott. Ich weiß nicht, was das für ein Schwer war. Echt? So, ich hab's jetzt auch. So, hab's geschafft. Ein TIE-Jäger weniger. Wow. Irgendwie explodiert der Teil nicht. Ja. Alles klar. Danke, Alten. Ich habe nicht die TIE Fighter mit dem Falken zu erledigen. Weil die sind zu schnell, Daniel. Der Teil für PvP ist für den TIE für den Falken ist ein ganz großes Problem. Der ist eine riesige Zielscheibe. Ja, das ist schwer, die zu erwischen, ganz ehrlich. Was ist das? Schön. Einer noch. Einer noch. War das jetzt das letzte Solo? Ich sagte doch, ich mache das. Weil der fliegt viel zu langsam, der Falken. Einfach ab. Gute Arbeit, General. Jetzt geht's zurück zur Flotte. Genau genommen habe ich was anderes vor. Chewie sendet die Koordinaten. Roger, wir sehen uns dort. Oh, die sind viel zu schnell für den Scheiß. Oh, geschafft. Aber du musst zurückkommen. Keine Sorge. So leicht wirst du uns nicht los. Katzi. Sie gehört Ihnen, Commander. Was immer sie mit dem Druiden gemacht haben, Dallas, ist eindeutig falsch. Hey Kumpel, er ist repariert. Ist nicht meine Schuld, wenn er sie jetzt mag. Boah, jetzt werde ich beinahe den Boden gerammt. Ich habe sie nicht gesehen, seit Lando sie hierfür bestimmt hat. Oh, hab's geschafft. Wunderbar, Senatorin. Was beschäftigt sie, Kumpel? Ja, wir wurden rausgekickt. Was? Die hat doch gesagt, haut einfach ab. Also, ja. Erlaubt ihr, dass ich ihn suche und festnehme? Sie unterstehen mir nicht ein. Das Flottenkommando missbilligt. Vielleicht eine derart persönliche Mission. Ah, aber ein imperialer Admiral sollte doch keinesfalls den Feind stärken, habe ich nicht recht? Es wäre von Vorteil, wenn Sie ihn herbringen, Commander. Ja, Ma'am. Und möge die Macht mit Ihnen sein. Ah, den Planet kennen wir. Asche.